glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder Einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich, banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren, entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck, jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen, die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles, das ist meine Geschichte. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen.
besser im Schoß der Erde als in der Hand der Menschen. Onkel! Was soll ich sagen? Wir schickten einen Mann gegen eine ganze Armee. Ich war besorgt. Schnell, komm hoch! Wir müssen hier weg! Ihr würdet nicht glauben, was ich gesehen habe, Onkel. Dann bleibt mir bloß am Leben, damit ich davon erfahre. Ich rechne mit Widerstand. Und ich rechne damit, dass die Borgia heute Nacht viele Verluste beklagen. Assassini, Gott wird euch für eure Sünden strafen. Ihr habt diese heilige Stätte geschändet. Ihr verdammt, was ihr nicht versteht. Wir müssen gehen, Ezio. Los! Meine Rüstung schützte mich. Sei bereit zum Kampf. Was tut ihr denn? Dich retten, so wie es aussieht. Nicht schlecht, alter Mann. Stimmt, du kannst es immer noch. Buona questa. Exzellent. Sehr gut. Imposant.
so. Das sind zu viele. Die Entscheidung liegt allein bei dir. Doch fälle sie schnell. Gib ihn mir. Mach später damit, was du willst. Danny. Spring! Und dann sprach Minerva von der Sonne. Von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Irgendwann weit in der Zukunft, Vero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sieh, vielleicht ist unser Werk vollbracht. Wäre das so schlecht? Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah. Und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen? Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Andiamo!
Willkommen zurück, Ezio. Madonna. Ezio, da, das ist Ezio. Lasst mich sehen. Buongiorno. Salve, Mario. Schön, nach Hause zu kommen. Seht euch die beiden nur an. Felice anno nuovo. Dieser Ort macht sich langsam. Nur dank dir. Bruder. Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen. Ihr Hilfe? Salve. So viele Blumen. Euer Mann muss sehr glücklich sein. Ich bin die Glückliche. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Vorhin habe ich wohl einen falschen Eindruck vermittelt. Oh? Ich habe keinen Mann. Die Blumen sind für ein Fest. Bin ich eingeladen? Zu Claudia Auditores Geburtstagsfeier in der Villa? Falls ihr mir helfen wollt... Ich brauche jemanden mit Klasse, der mich begleitet. Warum glaubt ihr, ich hätte Klasse? Das habe ich gleich gesehen. Niemand hier hat ein solches Auftreten. Selbst Ezio Auditore wäre sicher von euch beeindruckt. Oh, was wisst ihr über Ezio? Claudia hält große Stücke auf ihn, aber er besucht sie kaum. Er ist wohl etwas distanziert. Sie hat recht, das war ich. Oh nein. Ihr? Das Fest sollte eine Überraschung sein. Bitte sagt es nicht, Claudia. Was bekomme ich für mein Schwein? Da wird mir gewiss etwas einfallen. Ihr habt noch Bedenkzeit, bis wir da sind. Und jetzt zu meinem Schweigegeld. Ich habe schon eine Idee. Unter einer Bedingung. Egal was. Ihr müsstet bis morgen warten. Wenn ihr darauf besteht, an mir soll es nicht liegen. Das Warten wird sich lohnen, Ezio. Glaubt mir. So, das sind die neuen Kanonen? Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm! Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Salve, Messere.
Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lasst mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Doch man braucht Feingefühl. Muss sie ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt euch vor, eine Kanone aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. Keiner hier weiß, wie man schießt. Nun zu der anderen. Ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Buongiorno. Ezio, Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingspferd verloren. Seid unbesorgt. Ich hole es zurück. Gott segne euch, Ezio. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio.